Heute kommt ein Rezept mit Blätterteig, denn der Blätterteig hat mich so angelächelt im Kühlschrank, der liegt dort schon ein paar Tage und möchte verarbeitet werden und ich nehme euch mit. Den Blätterteig kann man super einfach kaufen, kostet nicht viel, man kann daraus tolle Sachen machen, wie heute diese Pizzastange, die echt gut schmecken. Und ihr habt wirklich immer mal was da, wenn ihr schnell was machen möchtet für Gäste, für eine Jause, für zwischendurch als Snack. Oder wenn ihr einfach abends Hunger habt und nicht wisst, was ihr machen sollt, dann macht diese Blätterteig-Pizzastangerl. Super lecker, super einfach. Kurze Anmerkung für die, die den Blätterteig selber machen möchten. Könnt ihr natürlich, geht dann aber nicht ganz so schnell. Blätterteig ist nicht etwas, was man so in 2 Minuten zusammenrührt. Es gibt zwar auch ein schnelles Blätterteig-Rezept mit einem veganen Frischkäseersatz. Wenn ihr möchtet, zeige ich euch das mal. Das ist ein bisschen schneller. Aber ich finde, das Ergebnis ist einfach nicht so gut wie lang gemachter Blätterteig bzw. gekauften. Deshalb, genug geredet, kommt jetzt das Video mit fertigem Blätterteig, aber dennoch super lecker. Und wir verbrauchen auch gleich ein paar Zutaten, die noch im Kühlschrank rumlagen. So hat man nämlich ein super Sparrezept. Man muss nicht vieles reinmachen und kann selbst bestimmen. Aber wir fangen jetzt einfach an. Ich zeige euch jetzt mal, was wir für Zutaten brauchen. Natürlich Blätterteig, eine Rolle, die nehmt ihr schon mal aus dem Kühlschrank, damit sie sich ein bisschen an das Klima in der Küche gewöhnen kann und später einfach leicht auszurollen ist, dann reißt der Teig nicht so schnell. Dann habe ich hier eine gute Portion Streukäse veganen, 5 Esslöffel Tomatenmark. Ich finde Tomatenmark intensiver als passierte Tomaten, die könntet ihr aber auch verwenden. Allerdings müssen wir das natürlich noch ein bisschen weiter verarbeiten. Dann habe ich hier etwas Mais und Olivenscheiben. Eine kleine gelbe Paprika, die werde ich gleich noch waschen, entkernen und in Stücke schneiden. Und ein bisschen vegane Salami, die werde ich auch einfach grob in Stücke schneiden. Beginnen wir jetzt erstmal mit dem Streukäse. Könnte man natürlich so lassen, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass veganer Streukäse oft nicht so schön schmilzt. Das liegt einfach daran, weil er eine flüssige Umgebung braucht, um besser zu schmelzen. Oder etwas Öl. Und deshalb gebe ich ganz wenig Öl hinzu. Einfach Sonnenblumenöl, nicht mal einen Esslöffel. Und rühre das unter, dann schmilzt mein veganer Käse besser. Ihr könntet auch etwas Pflanzenmilch verwenden oder ganz wenig Wasser. Und dann einfach so stehen lassen und später ganz normal verwenden. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir auch gleich unsere Tomatensauce. Wie gesagt, 5 Esslöffel Tomatenmark, da geben wir einen Schluck lauwarmes Wasser hinzu. Einfach nach Gefühl mal einen Schluck hinzugeben. Dann geben wir natürlich eine gute Prise Salz hinzu. Etwas Pfeffer, nach Bedarf Knoblauchpulver und Chilipulver und ein paar getrocknete Kräuter wie Majoran, Thymian und Oregano darf nicht fehlen. So sieht es jetzt aus. Jetzt rühren wir einfach um, bis wir eine soßenähnliche Konsistenz haben. Kann ruhig ein bisschen dickflüssiger sein. Habt ihr eventuell zu viel Wasser hinzugegeben, könnt ihr natürlich auch noch etwas Tomatenmark nachgeben. Nochmal einen Schluck Wasser und weiter rühren, bis die Konsistenz passt. So gefällt mir die Konsistenz. Es ist pastenähnlich, aber viel weicher und besser zum Streichen. Eher schon wie Kartoffelpüree. Auch das gehen wir an die Seite und stellen jetzt den Ofen an. Und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und lassen den vorheizen, während wir jetzt die Paprika schnell schneiden, unsere anderen Zutaten schneiden und natürlich unseren Blätterteig ausrollen, den ich auch gleich schon auf ein Backblech gebe und dort ausrolle, damit ich später nicht mehr die Pizzastange rumhantieren muss und rumtragen muss, sondern schon alles auf dem Backblech habe. Hier ist schon der Blätterteig. Ihr könnt sehen, wie schön glatt er ausgerollt ist bzw. ausgewickelt wurde. Das ist nämlich wichtig. Hier war ein bisschen faltiger, da dort wahrscheinlich einfach noch der Blätterteig zu kalt war. Aber ist egal, als erstes geben wir jetzt unsere Tomatensauce drauf, beziehungsweise unsere Tomatenpaste. Ich verwende dafür einfach so einen Küchenschaber, Spatel, damit geht es leichter. Hier müsst ihr auch nicht besonders ordentlich arbeiten, einfach grob verstreichen, sodass überall was drauf ist. Dann geht es auch schon weiter mit dem geriebenen Käse, beziehungsweise geriebenen Käseersatz. Ihr könntet ihn auch zum Schluss raufgeben, aber ich finde, er schmilzt einfach besser, wenn ich ihn jetzt draufgebe, wie vorhin schon erklärt. Bisschen Feuchtigkeit, bisschen Öl bringt besser den Käse zum Schmelzen. Aber solltet ihr Kuhmilchkäse verwenden, könnt ihr das natürlich auch zur Hand haben.
einfach drauf verteilen, so viel wie ihr möchtet, dorthin, wo ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch eine Hälfte anders belegen als die andere Hälfte, dann habt ihr zwei verschiedene Pizzastangen. Ihr könnt vielleicht sehen, mit dem Käse übertreibe ich nicht ganz so sehr, einfach damit die anderen Geschmäcker auch noch durchkommen. Und ich mag es nicht, wenn es zu sehr zusammenklebt später. Nun dürfen alle anderen Zutaten drauf, bei mir die vegane Salami, gelbe Paprika, Mais und Oliven. Das haben wir auch schon geschafft. Jetzt wird es noch ein bisschen kniffliger, aber nicht sehr, und dann sind wir auch schon durch mit den Vorbereitungen. Jetzt müssen wir unsere Stangen noch zurechtschneiden. Ich verwende dafür einen Pizzaschneider, ihr könnt natürlich auch ein Messer verwenden. Und möchtet ihr es ganz genau haben, dass jede Stange gleich groß ist, könnt ihr euch natürlich auch noch hier ein Maßband hinlegen und anzeichnen, zum Beispiel 4 cm Breite, 5 cm Breite, und jede Stange dann gleich groß machen. Ich mache das immer nach Gefühl und tue einfach drauf losschneiden. Setze an und schneide dann einmal durch. Schau, ob es gut geklappt hat, und dann mache ich es einfach bis zum Ende des Bleches so weiter. Wenn das erledigt ist, klappen wir die eine Hälfte unserer Pizzastangerl auf die andere Hälfte, dass wir wie eine Tasche haben. Das machen wir auch natürlich mit allen Stücken so. Allerdings wechsle ich nach 3 Stücken immer die Richtung und klappe dann die andere Seite rüber. So sieht es jetzt aus. Auch nicht ganz hässlich. Allerdings wollen wir die Stange noch drehen. Aktuell sehen unsere Pizzastange so aus. Nicht hässlich, könnte man auch backen, aber wir möchten sie auch ein bisschen drehen. Löst vorsichtig euer Pizzastange von den anderen und vom Backpapier. Und dann dreht ihr es zweimal und legt es, oder dreimal, könnt ihr es auch drehen, und legt es dann einfach drauf, wo Platz ist. Wenn Füllung rausrutscht, könnt ihr diese wieder reindrücken. Natürlich solltet ihr vorher immer gut eure Hände waschen. Ihr könnt vielleicht sehen, es ist jetzt nicht Schönheitswettbewerb verdächtig und man könnte an der Optik arbeiten. Allerdings sage ich euch jetzt schon, die Stange werden später richtig toll aussehen und das Backpapier kommt eh dann weg und dann ist das nicht so schlimm. Wenn ihr alles fertig gewickelt habt, könnt ihr es noch bestreichen mit zum Beispiel Mandelmilch. Ich lasse es jetzt so. Und dann kommt es in den Ofen für 12 bis 15 Minuten. Je nach Füllung, wie feucht die ist, wie viel Flüssigkeit sie lässt. Am besten ist es allerdings, ihr schaut nach 10 Minuten mal, wie die Backfarbe aussieht. Und entscheidet dann, ob der Blätterteig oder die Pizzastange raus dürfen oder noch ein paar Minuten im Ofen bleiben. Und dann könnt ihr eure Pizzastange warm oder kalt essen, abkühlen lassen, einpacken für den nächsten Tag oder für später und euch sie schmecken lassen. Wie ihr gesehen habt, den Belag könnt ihr natürlich auch selbst bestimmen und nach Kühlschrankinhalt variieren. Und ich wünsche euch jetzt einfach nur viel Freude beim Nachmachen, ein gutes Geschmackserlebnis, vor allem ein schnelles, und bis zum nächsten Video. Tschüss!